Und weiter geht's mit Let's Play Kingdom Two Crowns auf Insel 3. 2. Fühlt sich an wie Insel 3. Wegen dem Winter, wenn wir das erste Mal waren. Aber es ist Insel 2. Ah, jeder Münze renne ich gerade hinterher. Die Sache ist die, beim Banker jetzt großartig anzusparen auf Zinsen. Bis sich das richtig rentiert, haben wir eh Winter vorbei. Und dann schwimmen wir eh wieder im Geld. Ich hätte die Zahlungen früher machen sollen. So. Ich hoffe, dass sich diese Anzahl an Fischern rentiert. Nein, ihr verjagt mich jetzt nicht mit einer Musik. Von der ihr so tut, als wäre es ein Blutmond. Ich sehe genau, dass da hinten normal leuchtet. Komm, rekrutier mal ein paar. Ich muss dann noch ganz nach rechts und die ganzen Typen einsammeln noch. Aber gut, wir halten auf jeden Fall noch. Schauen wir mal ganz kurz, was die Front so sagt. Die Frontscheibe. Oh, wir haben schon mal einen Sperrträger verloren, sonst würden die jetzt nicht Positionen wechseln. Ah, waren das alles Sperrträger? Haben wir echt 4 Stück verloren diese Nacht? So viel kriege ich ja gerade an Einnahmen rein, um die zu ersetzen. Okay, ich glaube, so ein Katapult könnte sich langfristig doch als rentabel rausstellen. Im Bereich, dass wir Sperrträger sparen. Ich werde bei Zeit einen Katapult bauen. Eine Münze. Jemand eine Münze für mich? Eine einzige. Mehr will ich doch gar nicht. Danke. Na komm, die eine nehme ich auch noch mit. Dankeschön. Wir haben locker 4 Sperrträger verloren in einer einzigen Welle. Das heißt 8 Münzen an einem Tag futsch. Oh, danke. Ui, dankeschön. Dann machen wir bereit mit das Katapult. Jetzt wäre es besser, wenn ich jetzt einfach nur Sprengfässer die ganze Zeit vorbereiten würde. Ich will das Katapult. Ich weiß, es geht nicht, ohne das Katapult gebaut zu haben, aber so wie ich mich kenne jetzt mit meinen Bugfinder-Skills, ich würde es mir zutrauen, dass ich das alles andersrum mache. Hört mal auf, wenn durch die Gegend zu patrouillieren. Holt mal ein paar Fische. Macht euch nützlich. Na endlich. Meine Güte. So langsam wie die Fischen ist es echt so, dass ich die 8 Münzen gerade mal so reinbekomme. Was falten ihr wieder raus? Ja, ich weiß. Ich bin gerade nur am Meckern. Aber die Situation ist gerade ziemlich heikel. In diesem ewigen Winter, den wir hier haben. Stell dir mal vor, wir hätten wirklich einen ewigen Winterbug. Ich meine, ich kenne ja diesen ewigen Nachtbug. Stell dir mal vor, diesen Bug gibt es auch für den Winter. Jetzt habe ich ihn verschrien, jetzt muss er eigentlich kommen. Ah, eine Geldspur. Hi, Katapult. Ich glaube, bis du Action machen kannst, braucht es noch eine Runde. Ein Tag, Entschuldigung. Wenn ich selbst noch mit verteidige, kriege ich vielleicht auch den einen oder anderen gerettet. Ich muss die Gegner nur oft genug wegschubsen. Stups. So anpoken einfach. Nein, Musik, du machst mir keine Angst. Vielleicht kommt das Katapult doch noch rechtzeitig, solange wir die brauchen.
Obwohl, so langsam wie das Ding ist. Kann froh sein, wenn es bei Winterende da ist. Hi. Und da ist der erste Speerträger schon mal entwaffnet. Das ist der zweite. Okay, wir haben, wie es aussieht, verlieren wir jetzt nur zwei. Yep. Puh. Verluste reduziert. Ich bin stolz. I'm so proud of this community. Cringe-Alarm. Oh, das war eine gute Zahlung. Dankeschön. Der hat wahrscheinlich jetzt alle Fischermünzen aufgesammelt auf dem Weg. Das war sehr praktisch. Vielen Dank. Okay, mal einen Bogenschützen. Da kommen zwei Bogenschützen mehr. Da müssen wir auch mal langsam aufrüsten. Und der Rest geht den Fischer. Ich muss noch damit rechnen, dass der mit einer ganze Weile dauert. Und dann würde ich jetzt tatsächlich mal mit dem Geld, was ich jetzt noch zusätzlich bekomme, auf Rekrutierungskurs gehen und auf der rechten Seite die ganzen Penner noch einsammeln. Und das wird lustig. Wie sind wir eigentlich? Ach du liebes Gisschen. Wenn ich es richtig sehe, sind wir bei Tag 126, ne? Ich glaube, wir sind bei Winter sind wir wahrscheinlich gerade mal bei der Halbzeit oder so. Es ist so deprimierend. Ich hoffe, man hört mich nicht aktiv trinken im Hintergrund. Hier und da nippe ich mal ein bisschen. An meinem Spiritus. So, na, also Industriealkohol einfach, sonst trage ich das nicht. Nee, keine Sorge. Es ist nur Limo, Orangenlimo. Normalerweise trinke ich immer Wasser beim Aufnehmen. Jetzt habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Mir war es gegönnt. Sehen wir, wo die ganzen YouTube-Millionen hinfließen, ne? Ja, das nenne ich doch mal so langsam Geld. Das ist in Ordnung. Damit gehe ich jetzt mal auf Einkaufskurs. Dann kaufe ich mal ein paar Penner. Der Augenblick, ich stelle mir das gerade so als Meme vor, so ein bisschen. Der Augenblick, wenn du zu lange Kingdom gespielt hast, dann müsstest du wirklich mal durch irgendeine Stadt, keine Ahnung, Nürnberg oder sonst irgendwo, mit einem Pferd durchreiten und hast so eine Obdachlosenschlange hinter dir, ne? Die alles halt mit Münzen bewirfst. So einfach auf real übertragen, ey. So als Meme, der Augenblick, wenn du zu viel Kingdom gespielt hast. Gefällt mir. Ich sehe, wir haben gerade echt zu wenig Bauern, um hier die ganzen Speere. Die Speere zu bemannen. Hm. Ist halt so. Kriegt man noch ein bisschen? Hm. Das könnte jetzt wirklich reichen, um eine große Schar zu holen. Ich weiß nicht, warum die alle nach rechts sind. Wahrscheinlich laufen die alle zu dem einen Lager, was noch übrig ist. Alter, da muss ich doch so viel jetzt gesammelt haben. Bei diesen Völkerwanderungen, die hier stattgefunden haben. Das ist ja unfasslich. Ich könnte noch ein bisschen wegfällen, das bringt mir auch Geld. Darf man nicht vergessen. Oder wohin gehen die? Gehen die noch weiter nach rechts? Was ist euer Ziel? Uncool, die sind tatsächlich alle abgehauen. Doch rechtzeitig fangen müssen. Shit. Unglaublich viele potenzielle. Zum Glück habe ich auf dem Weg noch einmal einige abgefangen, aber trotzdem unglaublich viele potenzielle Rekruten verschwendet. Ein bisschen Geld ist in Ordnung. Vielleicht brauche ich doch eine Bäckerei. Jeder hat für mich zwei Münzen, ja? Wunderbar. Dann ist ja gut. Hier auf der rechten Seite würde ich, wenn da eine Bäckerei machen. Hier.
So weit innen wie möglich. Am liebsten würde ich sie weiter links haben, weil die können dann nur von rechts kommen, dann würden die auf jeden Fall über den Weg laufen. Aber auf der linken Seite brauche ich eigentlich meine Ritterquartiere. Andererseits, ich glaube... Wie viele potenzielle Türme haben wir noch? Ich hätte gerne noch mindestens zwei Ritterquartiere zusätzlich. Ja gut. Ich glaube. Haben wir hier Baumeister in der Nähe? Oh nein. Ah, haben wir. Gut. Ich hatte jetzt wirklich Angst, dass jetzt dass es nur von denen da hinten kommt, die... Da haben wir noch einen Turm. Ja, mit dem und dem anderen haben wir eigentlich zwei. Dann würde ich wahrscheinlich sogar wirklich den allervordersten Turm zur Bäckerei machen. Ganz einfach deshalb, weil die Penner dann den gesamten Weg laufen müssen. Dann ist die Chance einfach zu gering, dass ich die übersehe. Weil gerade jetzt, ich kann mir nicht leisten, immer wieder 4 Goldfenster rauszuschmeißen, nur dass die Leute kommen. Und ich habe auch keine Lust, jetzt ständig den gesamten Weg nach rechts zu rennen, so weit von der Front ab, um die Leute zu holen. Beeilt euch ein bisschen, ich hätte zumindest gern die Steinmauer noch errichtet. Die Holzpalisade bleibt dann erstmal. Ich wünsche, man könnte nachträglich auch Gebäude wieder downgraden oder komplett abreißen. Wie gesagt, so viele Sachen von wegen rückgängig machen, ne? Alles, was mit dem Thema rückgängig machen zusammenhängt, ist zu schwach in diesem Spiel. Das wird knapp von der Zeit. Vor allem sind meine Leute gerade ein bisschen zu weit am Ausschwärmen. Okay, ganz, ganz links. So weit links die Bäckerei. Ich weiß nicht. Ich meine... Türme werde ich nicht brauchen. Ist durchaus schon eine Idee, die Bäckerei da zu machen. Und beeil dich bitte mit dem Stein, weil das wird langsam echt ein bisschen knapp. Die Sonne ist schon fast unten. Und da ist der Angriff schon gespawnt. Sonst würde der Hund nicht bellen. Puh. War ja genau rechtzeitig, ne? Der Winter ist deprimierend. Schlief. Das Schöne ist, das, was ja meine Pekiniere einsammeln, irgendjemand sammelt das schon auf. Irgendwann werde ich dann, wenn ich nach rechts gehe, mit Geld überschüttet. Und statt jede Runde rüber zu gehen, nutze ich die Zeit, mal mehr auf links zu verbringen. Statt jedes Mal hin und her zu eiern, wie so ein Bekloppter. Mein Katapult braucht übrigens auch noch eine ganze Weile, fällt mir. Stimmt eigentlich, was ist mit meinem Katapult? Braucht das echt so lange, um... Ja, Tatsache, das braucht so lange, um umzuziehen. Boah, wieder 4 Pikiniere verloren. Das gibt's doch nicht. Das alles wäre so viel geschmeidiger gelaufen, wären meine Ritter am Anfang nicht Suizid in die Gegner reingelaufen. Ist halt echt so. Kratz, kratz. Falls man es zur Luft gehört hat, ich habe mir einfach am Kopf gekratzt ein bisschen. Scharf. Ist der Winter vorbei? Es fängt an zu blühen? Da war's. Ich wollte schon sagen, hier war doch irgendwo der Spaß. So, nächster Wall bitte. Wer den Wall hat, hat den Qual. Spätestens jetzt vermisse ich natürlich einen Spawner. Wir haben immer noch einen Penner-Spawner übrig, von daher passt das schon.
So, ich glaube, weiter als so müssen wir eigentlich nicht. Jetzt sind wir, glaube ich, nah genug am Spawner dran. Dann mache ich hier tatsächlich meine Bäckerei hin, um hier meine... Andererseits, wenn ich... Ne, es passt schon so. Ich meine, auf diese Weise übersehe ich kaum welche. Auf die Weise ist es unglaublich unwahrscheinlich, dass mir auf dem Weg Penner das Brot wegklauen. Weil es ist schon eigentlich so weit links, wie es geht, und die müssen von rechts kommen. Einen anderen Weg gibt's nicht. Solange ich nicht nach links zum Spawner hin erkunde, werde ich den eigentlich immer über den Weg laufen rechtzeitig. Das ist so der Gedanke dahinter. Und das Katapult ist auch endlich in Stellung. Wie weit? Nochmal, ich mache das nächste Turm-Upgrade noch. Wenn jetzt mal endlich fertig sind hier. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die Münze loswerden. Entschuldigung. Entschuldigung. Auf die Gefahr, ein Monster über den Weg zu laufen. Ey, was da, wenn jetzt das Vieh spawnt. Jetzt sind tatsächlich Hasenmütter da. Jetzt ist der Winter vorbei. Super. Der ging doch kürzer als gedacht. Boah, hier könnte man sogar noch einen Dreierwall bauen. Ganz ehrlich, wenn ich von rechts sowieso jetzt genug Geld bekomme. Ich meine, wegen den Hasenspawnern hätte ich jetzt gesagt, wir gehen gar nicht weiter vor. Aber wenn ich mir angucke, was für Wallabschnitte ich noch bauen kann, ich würde vielleicht doch noch weiter vorgehen. Mein weiteres Vorgehen beinhaltet weiteres Vorgehen. Kriege ich noch einmal? Ich glaube, das wird knapp nicht reichen. So knapp war es gar nicht mal. So, ich helfe nochmal aktiv mit, weil damit sparen wir auch Geld. Aber eigentlich Geld sparen ist jetzt... Ah, wir haben den Winter überstanden. Wenigstens das. Vielleicht können wir dann bei der nächsten Folge auch endlich einen Angriff machen. Oh, der hat gesessen. Was war denn das für ein Stein? Okay, holen wir uns mal einen vollen Sack. Haha, also nochmal einer sagen, das Geld liegt nicht auf der Straße. Obwohl, hier ist keine Straße. Das ist eine 2D-Welt, hier sind bestimmt irgendwo Straßen. Die sehen wir bloß nicht. Oh, wir haben jetzt doch ziemlich viele... Komm. Holen wir uns nochmal zwei Baumeister. Holen wir uns noch ein paar Bögen. Die Pikiniere sind jetzt, wo endlich der Winter vorbei ist, auch nicht mehr so wichtig. Tatsächlich. Von daher kann ich jetzt erstmal auf weitere verzichten, weil die verbrauchen sich ja eh. Doch das sieht ganz gut aus mit den Jägern, wenn die jetzt schön für mich was holen. Genau so. Weil die müssten jetzt tatsächlich gut für mich sammeln. Ach komm, wenn ich schon so weit links bin, kann ich eigentlich fast beim Pennerlager nochmal vorbeigucken. Oder an sich wollte ich ja sogar noch die Bäume weiter fällen. Da brauche ich jetzt auch gar nicht die Portale zu verwenden. Okay, es ist, glaube ich, eh genug Spawner hier auf der rechten Seite. Aber ich mache trotzdem die Bäume weiter weg. Umso schneller kann ich durchreiten. Okay, ich kann ja eh nur bis hierher. So, ihr beide kommt gleich mal mit. Nimmst du mal die Münze, Junge? Gut, ich servisse dir persönlich. Gott, ist der faul, der Typ. Der wollte nicht mal diesen einen Meter nach vorne laufen. Eigentlich können wir unsere Autorekrutierungsnummer machen, ein bisschen. Fürs nächste Mal. Bis die Bäckerei steht, ist es eine Idee, hinterm Lager so zwei Münzen abzulegen. Dann hole ich auf dem Rückweg das ganze Geld von der Jagd zurück, weil da müsste ich sich jetzt auch wieder einiges gesammelt haben. Gib mal her. Jetzt geht's endlich wieder los mit der Gelddusche.
wurde gewissermaßen auch Zeit. So. Dann wollen wir mal. Holen wir uns mal die Ritter. Nee, warte mal. Die Ritter hole ich mir erst, sobald frisch der Tag losgeht. Dann verbringe ich mal tatsächlich die Nacht hier drüben erstmal. Aber in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal ein paar Bogenschützen rekrutieren. Aber sobald ich jetzt die Ritter hole, werden die von der Front abweichen. Und dann habe ich vorne nicht genug Verteidigung. Dann wird die auf einmal zusammenfallen und wir fangen wieder bei Null an. Das muss nicht unbedingt sein. Oh, musste die jetzt wirklich ins Wasser fallen? Sobald die Nacht vorbei ist, mache ich schnell meine zwei Schwerter. Die Ritter gehen dann hoffentlich rechtzeitig zurück. Also die Knappen gehen zurück und holen sich das rechtzeitig ab. Das ganze schöne Zeug. Bombe vorbereiten, noch nicht. Das machen wir dann wohl in der nächsten Folge. Dann wird man endlich bei Insel 2 clearen. Und dann wird es auch besser gehen, weil, ganz ehrlich, dann Insel 3 wird viel, viel schneller gehen, wenn wir dann endlich mal hier... Wenn wir dann nicht im Winter starten und halbwegs gut Geld reinbekommen durch die Jagd. Weil jetzt hat sich das wirklich ewig gezogen, einfach nur... Oh, ich sehe gerade, dass die Maus wieder im Weg steht. So. Ja, so. Also, sag mal, jetzt, die will immer wieder rausspringen. Willst du mich doch verarschen? Ich glaube, jetzt geht's. Na komm. Kirchenglocken. Hochzeit. Ah. Sind es die zwei, die ich jetzt selbst rekrutiert habe, oder sind es die zwei, die durch die Münzen gekommen sind, die ich jetzt da liegen gelassen habe? Das ist die Frage. Die Frage der Fragen. Vorne müsste jetzt eigentlich auch sehr, sehr viel gejagt worden sein. Da müsste ich eigentlich auch genug mit Münzen überspült werden. Dass ich hier wieder... Und den Bäcker will ich mitnehmen. Da. Es könnte sein, dass jetzt bald wieder ein Blutmond kommt. Ganz ehrlich, jetzt haben wir den gesamten Winter überdauert. Der letzte Blutmond kam vorm Winter. Vielleicht sollte ich neben allem noch den Wall weiter verstärken. Oh, die Ritter sollen sich bitte beeilen. Nicht, dass die doch nicht rechtzeitig kommen. Das wäre somit das Beschissenste, was sein könnte, dass jetzt Blutmond kommt. Ich habe den Wall noch nicht abgegradet und zwei der drei Ritter sind nicht da. Einfach bestmöglicher Ausgang, einfach nur. Anders kann man das nicht nennen. Ah, das ist Geld. Aber der Regen gefällt mir. Der Regen war eigentlich immer so ein Anzeichen für. Achtung, Blutmond. Hier haben wir, glaube ich, nur dieses eine Pferd geholt, ne? Hier gab es was frisch vom Ross. Komm. Einmal schaffen wir noch rechtzeitig. Nein! Dann doch ein bisschen knapp. Ich bin mir unsicher, ob das jetzt noch hinhaut. Ja komm, das wird schon. Zuversicht. Wenigstens kennen sie ihre Priorität und haben vom Turm abgelassen. Da möchte ich noch weiter vorstoßen, aber das hat tatsächlich noch Zeit. Der Spawner ist aber echt noch ein bisschen weit weg und bevor mir der Typ abspringt, gehen wir mal zurück. Ich muss dann bei Zeiten echt nochmal erkunden. Genau das meinte ich. Komm, werdet bitte fertig. Puh.
Wollte schon sagen. Stimmt, die hat sich so ganz langsam von hinten nach vorne entwickelt. Die Mauer, deswegen hat es bis es da war. Gut, kein Blutmond. Wie gesagt, das wäre jetzt so Worst Case gewesen, aber unsere Ritter sind übrigens immer noch nicht da. Von daher muss ich immer aktiv mit verteidigen. Du bist zu Blutmond gekommen, also alter Weide. Oh, die Mauer Einsatz richten. Stimmt, unsere Ritter sind echt immer noch nicht da. Das ist gerade echt ein bisschen gemein. Das hätte voll ins Auge gehen können. Und Bäckerei, bitte. Wenn ich dann nach rechts gehe, um ein bisschen was abzugraden, werden mir immer ein paar Penner über den Weg laufen. Das ist so mein Ziel, mein Plan. Jetzt sind die Ritter da. Wie gesagt, wäre das ein Blutmond gewesen, hätte ich ihn nicht hingehauen. Das Problem, wenn das Ding zu weit weg ist. Aber gut, dann wollen wir mal. Das sind nochmal zwei Speerträger, die ihren Job gewechselt haben. Na, ja, die Fische sind auch gerade ganz gut dabei hier. Ich muss mal überlegen, ob ich dem Banker was reinstecke, weil auf der rechten Seite wäre ich jetzt eh zugespült, dass meine gesamten Taschen überquellen. Von daher kann der auf dem Weg was haben. Vielleicht kommt irgendwann mal wieder der Zeitpunkt, an dem ich... So, zwei Münzen, um schnell ein paar entgegenkommende Penner abzufangen. Das Penner-Abfang-Budget. Zählt mir zu den Verteidigungsausgaben. Ich wollte gerade sagen, habt ihr echt nicht mehr gesammelt, aber ich glaube, die Jäger, die weiter nach rechts ausgeschwärmt sind, haben... Seht ihr, da kommen sie mir jetzt entgegen. Das war der Plan. Teuflisch, nicht wahr? Ich habe echt viel zu viel Geld. Wenn ich das Portal ganz links verwende, das sollte mich eigentlich nicht... Na, verdammt. Ich dachte, das ganz links... Ich dachte, weil da sind ja drei Portale auf der rechten Seite. Ich dachte, mit einem von denen könnte ich dann vielleicht doch mal wieder nach links rüberspringen. Wäre mir eigentlich lieber. Ich bereite schon mal ein paar Schwerter vor. Die werden wir auf kurze Lang brauchen, wenn wir die nächsten knappen rekrutieren. Weil zwei Stück will ich auf jeden Fall noch mindestens machen. Wäre nicht schlecht, wenn wir da was vorbereitet haben. Ansonsten besorgen wir uns noch einen vollen Ständer. Kirche. Mit Bögen. Du kriegst noch ein paar Münzen, bitte. Lass das schön wachsen im Depot. Und dann lassen wir uns mal links wieder vollfüllen. Was kommst denn du zurück? Aber danke fürs Geld. Ja, das meiste sollte jetzt vorbereitet sein. Ritter haben wir auch da. Die sollte ich eigentlich noch hochfüttern. Am besten. Dann würde ich sogar noch weiter forschen. Wie gesagt, ich würde gerne den Abstand so weit wie es geht minimieren. Und jetzt könnte ich angreifen. War das ein Bug beim letzten Mal oder verschwindet das Angreifen, sobald wir die Bombe haben? Das muss ich nochmal beobachten. Aber sie vorher angreifen zu lassen. Aber wenn ich sie vorher angreifen lasse, dann warten sie doch, glaube ich, vom Spawner, oder? Dass ich vielleicht mit der Bombe... Ich bin mir unsicher. Ich würde gerne mehr als zwei Ritter mitnehmen. Mit den zwei kleinen Truppen habe ich mich viel zu unsicher gefühlt, als ich letztes Mal drin war. Das war viel zu wenig Feuerkraft, die wir hatten. Oh, der hat gesessen. Eine Lecke. Apropos Lecker. Irgendwelche Brotdebi hier in der Nähe? Wenn da nicht ständig noch einzelne Bogenschützen angeguckt kommen würden, würde ich ja eine kleine Goldspur hinterlassen, dass Leute, die jetzt hier angerannt kommen, dann wenigstens die Münzen aufnehmen. Wollen wir weiter vor? Wir könnten jetzt noch dorthin vorrücken. Mach mal.
Die Baumeister können wir gleich mal ein bisschen weiter den Weg freiräumen. Jetzt können wir mal ein bisschen offensiver werden. Die Offensive. Weil der Weg ist schon wirklich verdammt lang. Und da ist ja gerade mal einer, der... Aber hier. Okay, das war so ziemlich vor dem Hauptspawner. Okay, wow. Ein paar Mauern nehme ich noch mit. Diese drei Mauern. Gut, dann wären wir direkt vorm Spawner. Das wäre zwar auch schön, aber ich muss sagen, so weit vor müssen wir nicht. Irgendwo kann man ja auch übertreiben. So viel steht zum Aufbauen der Mauer. Bekomme ich auch unter anderem durch das Abholzen der Bäume. Bäume sind Schäume. Und weiter. Ja, komm, ein paar gehen noch. Oder nicht. Gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich finde es auch irgendwie blöd, dass die Baumeister da immer stehen bleiben. Das wird sehr riskant. So, einmal upgraden die Mauer können wir auf jeden Fall noch, bevor es losgeht, oder? Müsste eigentlich. Aber gut, ich würde mal sagen, das ist ein guter Punkt. Und ich sage, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge.